Ahoi, grüß Gott und Servus. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Online-Medien-Knowledge-Nuggets, heute mit dem Thema Sprache und Typografie. Der für uns vielleicht wichtigste Aspekt von Sprache ist die Semantik. Dabei geht es um die Bedeutung der Zeichen. Das ist häufig mehr als die Kernbotschaft, die jeweils transportiert werden soll. Ich habe eingangs drei Begrüßungsformeln gebraucht. Einige von Ihnen kamen Ihnen möglicherweise seltsam vor, mit anderen haben Sie, wie mit dem Wort Ahoi, vielleicht Hafen oder Norddeutschland verbunden, vielleicht auch eher ein tradiertes Verständnis von Sprache wahrgenommen. Der Beschreibung und Erfassung dieser verschiedenen Ebenen von Sprachbedeutungen hat sich die Semantik angenommen. Danach erschließen sich Wortbedeutungen auf 5 Ebenen. Sie sind konventionalisiert, kognitiv, kooperativ, kontextabhängig und schließlich kodifiziert. Konventionalisierung von Sprache meint das Zeichensystem, auf das sich eine Sprachgemeinschaft geeinigt hat. Dabei bestehen kulturelle und historische Unterschiede. Denken Sie an unser Alphabet und möglicherweise das Kyrillische. Denken Sie an Zeichensysteme, wie sie aus dem asiatischen Raum bekannt sind. All das ist Gegenstand der Semantik. Die Ebene der Kognition widmet sich dem Verständnis von semantischen Einheiten, also Wörtern. Diese Bedeutung ist nie endgültig festgelegt und kann auch innerhalb einer Sprachgemeinschaft variieren. Der soziale Kontext, also die Abhängigkeit der Wortbedeutung von den sozialen Gruppen, die jeweils die Sprache verwenden, wird mit dem Begriff der Kooperation gefasst. So dient das Wort krass in einigen sozialen Gruppen zur Beschreibung von Extremen, in anderen Gruppen vielleicht als Ausdruck von Zustimmung und positiver Wertung. Dabei spielt der Kontext des Sprachgebrauchs eine zentrale Rolle. Während der Ausdruck riesig in einem Kontext eine positive Unterstützung ist, mag er in einem anderen Kontext ironisch als Ausdruck für ein Scheitern gemeint sein. In dem Moment, wo ich das gesprochene Wort nachhaltig fixieren möchte, kommt die Kodifizierung ins Spiel. Das heißt, den einzelnen Wörtern muss eine Bedeutung zugeschrieben werden, die konventionalisiert in Wörterbüchern festgehalten wird. Diese bilden die Kodifizierung von Sprache ab. Ebenenübergreifend lassen sich damit zwei Elemente von Wortbedeutungen differenzieren. Auf der einen Seite die Denotation, also quasi die Grundbedeutung eines Wortes oder eines sprachlichen Ausdrucks, und auf der anderen Seite die Konnotation, die dieser Grundbedeutung wertende Elemente hinzufügt. Ironie und Sarkasmus beispielsweise funktionieren nur, weil es gelingt, die Grundbedeutung eines Wortes über Konnotation zu ergänzen, zu verändern und damit zu einem veränderten Gesamtverständnis zu kommen. Wörter und semantische Einheiten stehen aber nicht nur für sich selbst, sondern sie stehen stets im Sprachgebrauch in einer Beziehung zueinander. Und diese Beziehung beschreibt die semantische Relation, denn diese Beziehungen können ganz vielschichtig sein. So kann die Beziehung zwischen Wörtern durch Übereinstimmung gekennzeichnet sein, durch eine Über- oder Unterordnung. Wörter können im Gegensatz zueinander stehen, eine Reihung bilden oder eben auch durch Mehrdeutigkeit beschrieben sein. Die semantische Relation der Übereinstimmung ist auch als Synonym bekannt, also variierende Wörter, die aber gleiche Bedeutung haben, also beispielsweise Vetter, Cousin, Appendix als anderes Wort für Blinddarm, Brötchen, Semmel und so weiter. Wörter können auch in einer hierarchischen Beziehung zueinander stehen. Dem Hyperonym, dem Oberbegriff, sind entsprechend viele Hyponyme, Unterbegriffe zugeordnet. In diesem Sinne stehen die Wörter Kerl, Junge, Lebensgefährte, Macho, Weichei, Rentner und so weiter als ein Sammelsurium von Wörtern da, die gemeinsam zusammengefasst werden können unter dem Oberbegriff Mann. Gegensätze schließen sich im wahren Leben wie auch in der Sprache aus. Gleichwohl gibt es auch hier Unterschiede. Kontradiktionen teilen einen Bereich in genau zwei Teile auf. Lebendig oder tot, rund oder eckig, natürlich oder künstlich. Antonyme hingegen lassen noch Zwischenstufen zu. Wenn ich differenziere zwischen groß und klein, kann es auch ein Mittel geben. Ebenso lässt heiß und kalt verschiedene Temperaturstufen zu und zwischen hell und dunkel liegt die Dämmerung. Reihungen bilden einen Bedeutungsbereich vollständig ab und werden aus Heteronymen gebildet.
Also das sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, die den Bereich einer Woche abdecken. Ein anderes Beispiel wären die Monate Januar bis Dezember, die entsprechend als Heteronyme das Jahr abbilden. Mehrdeutigkeit, sogenannte Ambiguität, entsteht immer dann, wenn semantische Einheiten mehrere Bedeutungszuweisungen haben. Also im Grunde die Basis dessen, was früher unser Spiel Teekesselchen ausgemacht hat. Vielleicht erinnern sich ja noch einige daran, man musste Wörter finden, die bei gleicher Schreibweise mehrere Bedeutungen hatten. Also zum Beispiel Bank als Sitzmöbel oder als Geldinstitut, Block als Schreibutensilie oder Ausrüstungsgegenstand von Segelbooten. Naja, und möglicherweise fallen Ihnen auch eigene Beispiele ein. Während sich die Semantik mit der Bedeutung sprachlicher Zeichen beschäftigt, nimmt sich die Semiotik der Lehre von Zeichen und Zeichenprozessen an. Dazu zählt auch die Entwicklung und der Gebrauch sprachlicher Zeichen. Im Zentrum dieses theoretisch motivierten Zugangs auf Sprache steht die Repräsentationsfunktion. Denn erst dann, wenn ein Zeichen für etwas steht und interpretiert werden kann, wird es eben auch zu einem sprachlichen Ausdruck. Ein einschlägiges Modell der Semiotik ist hier das Modell der Zeichentypen nach Peirce. Es fokussiert sich auf das Folgeverhältnis zwischen den einzelnen semantischen Einheiten, also dass beispielsweise Rauch in einem Kausalzusammenhang zu Feuer steht. Dieses Kausalverhältnis setzt auf unsere Erfahrung auf, denn wenn wir ein Feuer gesehen haben, dann haben wir möglicherweise auch eine Rauchentwicklung wahrgenommen und können entsprechend dieses Folgeverhältnis in die Zukunft übertragen. Index bezeichnet Peirce dieses Folgeverhältnis, das er differenziert vom Ikon. Hier steht das Zeichen zum Bezeichnen in einem Abbildungsverhältnis, das heißt, es besteht eine optische oder lautliche Ähnlichkeit. Grundlage ist hier immer eine Reduktion auf wesentliche Merkmale. Ikone haben vor allen Dingen in der digitalen Kommunikation, ich hätte jetzt beinahe gesagt, eine Renaissance erlebt, indem beispielsweise Bindestriche, Punkte, Semikolon und Kommata, Klammern zu Gesichtern werden oder Wörter nicht mehr lexikalisch korrekt bezeichnet, sondern lautmalerisch umschrieben werden. Entsprechend grenzt Peirce das Ikon vom Symbol ab. Symbol ist der konventionalisierte Sprachgebrauch, wo eine semantische Einheit für einen bestimmten Gegenstand steht. Diese Bezeichnung ist, wie vorhin schon im Kontext der Semantik ausgeführt, konventionalisiert. Das heißt, die Sprachgemeinschaft hat sich auf diese Art der Bezeichnung geeinigt. Ein anderes basales Modell der Semiotik ist das bilaterale Zeichenmodell nach de Saussure. Dieses beschreibt, dass in einem sprachlichen Zeichen immer genau zwei Aspekte vereint sind. Auf der einen Seite der Zeichenausdruck, signifiant, also die lexikalische Einheit, die für etwas steht. Und auf der anderen Seite der Zeicheninhalt, signifié, also das, was mit dem sprachlichen Ausdruck bezeichnet wird. In meinem Beispiel sind die beiden Objekte mit den Punkten drauf der Inhalt, signifié, während der Ausdruck, signifiant, Würfel, genau dieses Objekt bezeichnet. Der Zusammenhang zwischen signifié und signifiant kann auf der einen Seite willkürlich sein, er kann aber auch konventionalisiert sein oder assoziativ erfolgen, indem zwischen Zeicheninhalt und Ausdruck eine Assoziation hergestellt werden kann. Damit bietet das Modell von de Saussure eine hohe Anschlussfähigkeit an die Kodifizierung sprachlicher Inhalte mittels Zeichen. Und wie diese Zeichen beschaffen sind, das wiederum ist Gegenstand der Typografie. Und hier kommen wir zu dem Thema, was möglicherweise für Sie die höchste Prägnanz im Sinne unseres thematischen Rahmens, nämlich Online-Medien, hat. Etymologisch leitet sich Typografie von Typos, Muster, Gestalt und Graphein, also Schreiben, ab. Dabei geht die Typografie weit über die Beschäftigung mit der optischen Gestaltung von Zeichen hinaus. Die historische Dimension fällt ebenso in den Bereich der Typografie wie technologische und technische Aspekte der Umsetzung. Das heißt, Typografie beinhaltet Schriftgeschichte, Wissen über Betrachtungs- und Leseweisen, ästhetische, künstlerische und natürlich auch funktionale Aspekte der Gestaltung von Schrift
Und schließlich handwerkliche und technische Aspekte von der Keilschrift über den analogen Buchdruck bis zur digitalen Ausgabe. Das macht deutlich, dass eine Interdependenz besteht zwischen der Entwicklung von Schriftsprache und Sprache auf der einen Seite und den technischen und technologischen Möglichkeiten der Produktion oder auch Reproduktion, wenn wir im Kontext des digitalen Zeitalters beispielsweise denken. Typografie ist im Kontext der Online-Medien, natürlich auch nicht nur dort, deswegen von so zentraler Bedeutung, weil mit dem Schriftzeichen mehr als nur der Schriftinhalt transportiert wird. Auch die Verpackung ist Teil des Kommunikationsprozesses und flankiert den Inhalt mit ergänzenden Informationen. Denn Texte werden analytisch interpretiert, aber gleichzeitig wirkt die Textgestalt auch als Bild und wird damit zum Teil einer ganzheitlichen Wahrnehmung. Das Schriftbild kann im Idealfall also helfen, Inhalt, Zweck und Anmutung eines Werkes zu transportieren. Ein falsch gewähltes Schriftbild kann entsprechend allerdings auch einer gezielten und intendierten Aussage entgegenwirken. Für die Beschreibung und Analyse eines Schriftbildes wird dabei einerseits die Mikrotypografie und andererseits die Makrotypografie unterschieden. Bei der Mikrotypografie geht es um Schriftarten, Laufweiten und so weiter, während es bei der Makrotypografie um die Gesamtgestaltung, das Layout geht, also wie sieht das Seitenformat aus, wie ist die Schriftgröße gewählt, der Zeilenabstand, die Zeilenanzahl und so weiter. Damit ist im Grunde auch schon der Ausblick gegeben auf das, was in der kommenden Folge dieses Thema weiterführen wird. Ausgehend von einer historischen Betrachtung der Entwicklung von Schrift wird es um die Genese von Schriftarten gehen, bis hin zur aktuell noch gültigen DIN-Klassifikation. Nach diesem also eher theoretisch motivierten Zugang auf das Thema Sprache bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.